With Dita, what I wanted to achieve was this very soft, very feminine, very pretty blonde. So we've layered that up by using a kind of deeper, minkier, flatter blonde underneath, which kind of gives a good contour to the shape of the head. And then the top layer is this more kind of pale biscuit blonde. Unterteilen Sie am Oberkopf eine asymmetrische, leicht abgerundete Form, die unter dem Wirbel endet. Wählen Sie die Größe der Abteilung in Übereinstimmung mit dem zuvor erstellten Haarschnitt. Tragen Sie auf die untere Sektion Farbe 1 von Ansatz bis zur Spitze auf. Sichern Sie die Sektion mit einer Alufolie. Tragen Sie auf die Oberkopfsektion Farbe 2 von Ansatz bis Spitze auf. Lassen Sie die Farbe für 10 Minuten einwirken.
Personalisieren Sie die Form erst nach der Farbtechnik, um Schnitt und Farbe perfekt ineinander einzublenden. Fertiger Look.